Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn der hat ja im letzten Spiel einen Dreierpack erzielt. Klappt das heute auch wieder? Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Im Volkspark hat's geschneit, liebe Zuschauer. Und damit recht herzlich willkommen zu diesem Spiel. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. Es könnte ein klasse Spiel werden, Buschi. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Sie werden hier heute selbstbewusst auftreten in dieser Auswärtspartie. Schließlich sind Sie das treffsicherste Team der Liga. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Und mit der Nummer 14, Aaron Hunt. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Das Spiel beginnt. Duziak. Zombie, Aaron Hunt. Die Chance zur Führung. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Da ist die Hereingabe. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Da gilt der Dank auch dem Trainer. Ja, der hat dieses Team natürlich auch wirklich gut eingestellt. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Erst die Flanke und dann hat er Zeit. Dann kann er den Ball annehmen und sich die Ecke aussuchen. Hier noch mal dieser Treffer. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Duziak. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Gutes Technik. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Jetzt können Sie den Ball rausbringen. Mit viel Auge holen Sie sich da den Ball. Klasse. Er holt den Ball hier ganz stark. Der Ballverlust. Oh, da wäre jetzt Platz. Direkt das nächste Tor. Freut die Fans natürlich. Vor allem die Fans vom offensiven Fußball. Sieht nach vielen Treffern aus.
Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Bonet Uaferro. Müller. Pass auf den Flügel. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Aaron Hunt. Hunt! Keine Gefahr bei dieser Aktion. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Jetzt wird's gefährlich. Stark gearbeitet. Wichtig, dass er da klärt. So, wir gehen mal kurz rüber ins Studio. Auf dem anderen Platz ist nämlich ein Tor gefallen. Wir haben hier das erste Tor für den SC Freiburg. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 28 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Sie kommen jetzt über außen. Jetzt könnte er flanken. Kann er was draus machen? Das sieht vielversprechend aus. Gut abgeblockt. So wird den hält er völlig ohne Probleme. Jetzt kommt die Ecke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Ballgewinn. Gefährliche Position. Er verhindert die Flanke. Den Ball hat er. Das ist jetzt seine Chance. Das muss es sein. Sie machen den Treffer. Eine super Aktion. Da haben wir es gesehen. Dieses perfekte Vorchecking. Alles richtig gemacht. Genau im richtigen Moment gestört. Und dann kommt eben dieser Fehler. Dieser entscheidende Fehler. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. ...2:1, hier ist noch alles drin. Duziak. Ja, da ist Platz jetzt. Schöner Zweikampf. Klasse Einsatz, das gibt Einwurf. Nicht gut verteidigt. Er kann es machen. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Klärt ins Aus, wird Einwurf geben.
Ball ist weg. Einwurf landet beim Gegner. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Da passt der Gegner auf, aber der Einwurf muss auch anders kommen. Aaron Hunt. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Ja, setzt sich schön durch. Gute Aktion, da ist die Flanke. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Tor für den Hamburger SV, die Nummer 6. Es steht immer noch unentschieden hier. Und das, obwohl sie schon 2 Tore machen konnten. Sie sind ja eigentlich gut in Form, aber sie zeigen eben einige Schwächen. Das Spiel beginnt. So, nix wie rein in den zweiten Abschnitt hier im Volksparkstadion. Der Ballverlust. Duziak. Aaron Hunt. Sie suchen die Lücke. Jetzt haben sie den Ball. Gelbverdächtige Aktion. Das könnte durchaus geahndet werden. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Viele hatten ja schon damit gerechnet und jetzt steht es auch endgültig fest. Er verlässt den Verein, er wird also wechseln. Unheimlich verdienter Spieler. Lässt er jetzt die Karriere so ein bisschen ausklingen? Nee, da wird die Leistung weiter passen. Kommt jetzt die Flanke rein? Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Gut abgeblockt. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Einfacher Ball hier für den Torwart. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Da haben sie jetzt Platz. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Ja, gibt Ecke. Und da kommen die Auswechslungen. Neue Spieler für beide Teams. Tja, Buschi, ich bin wirklich gespannt, wie beide Teams mit den Bedingungen hier und heute zurechtkommen. Wetter ist Wetter, Wolf. Ich hoffe nur, dass wir trotz des Schnees eine interessante Partie sehen werden. Kinzombi. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja, energischer Vorstoß. Der ist noch heiß. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Der HSV sehr aktiv und auch die Fans voll dabei.
Der Angriff könnte was werden. Ja, immer noch stehen sie da enorm unter Druck. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Abstoß, Ball war draußen. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Müller. So, wir gehen kurz ab ins Studio. Es gab nämlich einen Treffer im Parallelspiel. Wir haben hier den zweiten Treffer für den SC Freiburg. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 67 Minuten. Danke für das Update. Es gibt Einwurf. Klaus Gasula. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Da weicht er der Grätsche aus. Er springt einfach drüber. Lange Flanke jetzt. Da ist die Szene vorbei. Anspiel kommt gut. Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er die Chance. Könnte den Konter geben. Ja, sie versuchen es weiter. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Sieht gefährlich aus. Gute Hereingabe, vielleicht die Chance. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. So ist dieses Tor entstanden. Da kommt die Flanke und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Hier nochmal dieser Treffer. Das ist die Entscheidung, Buschi. Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Er wechselt gleich zweimal. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Nochmal, jetzt vielleicht die Gelegenheit zum Ausgleich. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Oha, super gehalten. Fast der Ausgleich, aber sie liegen weiter vorne in dieser Partie und lange ist er nicht mehr. Ecke in die Mitte. Erstmal geklärt. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Duziak, Aaron Hunt. Weiter der HSV. Da spielt er faul, obwohl er schon gelb gesehen hat. Da steigt er wieder zu hart ein. Der Schiedsrichter hat keine andere Wahl. Nein, da muss er erneut gelb zeigen. Es ist die zweite und damit geht er vom Feld. Jetzt bringen sie einen weiteren Stürmer. Ja, kein Wunder, es muss was passieren, wenn sie dich verlieren wollen. Das wird wohl eine Hereingabe werden. Der ist drin! Sie schaffen tatsächlich noch den Ausgleich! So ist dieses Tor gefallen. Wir sehen die Flanke und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance.
Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer erzielen. Da steht die Abwehr sicher. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Der Angriff könnte was werden. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Da ist das Tor, da machen sie es. Führung also in dieser Schlussphase. Und das, obwohl sie nur noch zu 10 sind. Wer hätte denn damit gerechnet? Na, er kann den Ball nicht festhalten, ganz im Gegenteil. Sorgt mit der Parade quasi für die Chance, die dann eiskalt genutzt wird. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. An so einem Spiel haben wir ganz viel Freude. Die Trainer eher weniger, denn defensiv ist da von beiden nicht viel dabei heute. Schönes Anspiel. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Könnte jetzt was werden. Da ist die Chance. Oh, da fällt das Tor. Sie sind zurück im Spiel. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Nur ein Unentschieden heute für sie. Ein torloses Remis heute also. Da ist die Tormaschine ein wenig ins Stocken geraten. Die Hereingabe. Da ist er.